Herzlich willkommen bei einer neuen Wie war Folge das gleich? Skyrim mit Küsschen hier meinem und das Küsschen da. Mal Skyrim-Tycoon Karl gucken, wer Riss, gerade ja? da Ihr war. seid neu in der Stadt, was? Ganz sicher Ja, zum Angeln hier. hält sich so in Grenzen, so ganz neu bin ich Aber nicht. Im natürlich. Auftrag der von Delfine sollen wir mit Brynjolf sprechen. Da heißt es in der Quest eine Ratte in der Klemme. Die Talmer wurden von der Rückkehr der Drachen genauso überrascht wie wir. Ich habe herausgefunden, dass sie nach einem Mitglied der Klingen namens Esbjörn suchen. Laut Delfin ist er ein Spezialist für alte Drachenkunde. Wir müssen ihn unbedingt vor den Talmer springen finden. Jetzt sprechen wir mal mit Ja, nichts als Brynhild. ein dreckiger Bettler. Warum solltet ihr schon mit mir reden wollen? Ins Reich des Vergessens sollt ihr fahren. Ihr alle, ihr reichen Mistsäcke, die ihr an uns vorübergeht und so tut, als existierten wir nicht. Wie könnt ihr es wagen? Ja, wo er recht hat, hat er recht. Ein Oh, Goldstück, vielen bitteschön. Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Ja, also am Seid ihr Hungertuch fair? nagt Kalrissa ja wirklich nicht. Ich habe 223.945, meine Betriebe werfen gute Profite ab. Es gibt übrigens auch Neues von der Heliarchenfarm. Ich habe da mal vorbeigeschaut. Inzwischen sprießen die Pflanzen, die wachsen prächtig. Es sind noch ein paar Pflanzstellen frei. Bei der Apfelweinstube habe ich endlich herausgefunden, wie ich Wein in Flaschen füllen kann. Das war ein bisschen knifflig, ist aber eigentlich ganz einfach, wenn man so weiß. Und ja, ich habe vor der Aufnahme, beziehungsweise eigentlich war das gestern Abend noch, Kauft Rüstung die an die Einnahmen Kette. Ihr habt auch aufgesammelt noch und nie ehrlich für all euer Geld gearbeitet, was? in meiner Apfelwein. Seltene Grüße und die Du kommst schönsten nicht zu Wort. Kuriositäten aus Du Morgen. kommst nicht Ihr zu Wort. habt auch noch nie ehrlich für all euer Geld gearbeitet, was? Halt doch mal die. Verpasst die Gelegenheit nicht. Kauft eine Farm Also, meines versuchen wir es mal echten von hier aus. Feinhab Vielleicht kann ich von hier in Elixiers. Ruhe mit euch Nur. reden. Also, in der Apfelweinstube habe ich einen Steinboden verlegt. Ich glaube, der hat 25.000 Gold oder sowas gekostet. Vielleicht waren es auch 30.000, ich weiß es nicht mehr so genau. Und einen zweiten Ofen für 20.000 gekauft. Damit kann man dann schneller kochen. Ansonsten 20 habe Sätze. da nichts versäumt. Wenn ihr Und mit den ja, wie gesagt, Schlössern hier Flaschen verunstaltet, abgefüllt. werden wir ein richtiges Problem damit haben. Und einen Lieferauftrag ausgeführt, mal so testweise. Ich werde euch das bei Rauch und Gelegenheit nochmal Ärger, zeigen. edler Jetzt reden wir Tod. mal mit Ihr ihm habt auch hier. noch nie ehrlich für all euer Geld gearbeitet, was? Doch, eigentlich schon. Oh, ich suche eigentlich nach diesem alten Mann, der in War mein Riften Ruf untergetaucht ist. angehoben? Genau, vielleicht geht's auch ohne, dass ich gleich der Diebesgilde beitrete. Ihr wollt kostenlose Informationen? Edelsteine, Wenn ihr mir helft, werde ich exotische sehen, wie Metalle ich und euch helfen hier kann. bekommt ihr sie ja, okay. Außerdem quellen eure Taschen auch nicht gerade vor Geld über, oder? Das ist alles relativ. Lasst mich ihn erst finden. Drachen sind schlecht fürs Geschäft. Kauft Rüstung Ja, versuchen wir es mal. Ja, da habt ihr natürlich recht. Euer Mann versteckt sich in den Rattenwegwohnkasernen und er bezahlt uns gut dafür, dass niemand davon erfährt. Jedenfalls bis jetzt. Wisst ihr was? Kümmert euch doch erstmal um eure Sachen. Wenn ihr fertig seid, kommt vorbei und wir kümmern uns um meine. Genau, das ist eine gute Idee. Dann muss ich nämlich noch nicht der Diebesgilde beitreten. Das halte ich nämlich jetzt auch noch nicht vor. Mögen die Göttlichen euch segnen. Möge der Möge Boden, über den euer Weg euch führt, erzittern. Und er wird erzittern. Okay, da unten ist der Wollte er Rattenweg, nur den die kennt ihr schon Legendäre von auf diesen Velaya, Handwerker eventuell, wenn ihr die sehen alten stellen Folgen gesehen können. habt. Und jetzt, Calrissa hat jetzt ihre Leibwache dabei. Ich habe schon Handwerker überlegt, ob ich sie für den Auftrag exotische daheim lasse. Metalle. Aber dann muss Haben ich sie wir später von alle hier? wieder aufsammeln Und und tötet eure Feinde wie für eine in Wiese zu Staub. ganz Tamriel Eigentlich umeinander sind reisen, gerade also mal auf 20 Solstheim, Goldmünzen. um eine meiner Velayas wiederzubekommen. Und naja, das lasse ich jetzt mal. Ich lasse im Team. Gibt vielleicht auch lustige Bilder, dass ich das auch ohne Leibwache schaffe. Das habe ich ja mit Velaya damals schon bewiesen. Lang lag es her. Ich glaube, das habe ich dann damals schon gefilmt, wenn ich mir noch recht erinnere. Ich meine schon. Und jetzt filmen wir das halt mal mit Leibgarde. Hat bestimmt auch was. Ich bin gespannt, ob ich es vermeiden kann. Wie gut bin ich denn eigentlich im Schleichen? Lautlos zaubern geht auf jeden Fall. Und ich sollte vielleicht mal Meisterrobe der Wiederherstellung, Meisterrobe der Illusion, genau. Dann brauche ich für den Unsichtbarkeitszauber nicht so viel Dings. Vielleicht können wir dann ja doch Blutvergießen vermeiden, aber ich fürchte, meine Leibgarde wird dann nicht lang mit sich reden lassen. Ich Dum-di-dum. weiß nicht, Raff.
Wenn sie wüssten, dass wir das tun, würden sie uns bei lebendigem Leib die Haut abziehen. Ich schau mal, ob die mich bemerken. Warum führt ihr euch immer wie ein großes Kind auf? Ich habe uns so... Ist da jemand? Nein, keiner da. Die bemerken sie scheinbar tatsächlich nicht, wenn ich unsichtbar bin. Das ist ja mal geil. So. Ihr bekommt eine Abreibung. Na gut, dann... Dann macht ihr das mal. Ich halte mich da raus. Ich spiele ja immer noch auf Legendär und ich glaube nicht, dass ich mit diesen Typen das zurecht käme. Aber muss ich ja auch nicht. Wofür hat man denn eine Leibgarde? Ich sorge einfach mal für... Warte mal, vielleicht kann ich ein bisschen... Wo ist es denn? Ach, da nicht. Zauber! Und Illusion. Vielleicht kann ich ein bisschen... Wo ist es denn jetzt? Mensch, ich sehe wieder den Heldenmut. Das war's, oder? Novize. Experte, Panikraserei. Sammeln. Den hab ich, glaub, was ist denn jetzt besser? Adept oder Novize? Sammeln. 100. Kosten 51. Kosten 8, der muss besser sein. Ist das schon alles? Jojo. Mal schauen, ob ich das leveln kann. Hallo, grüß dich, du kriegst auch was. Jo, der hat's hinter sich. Ja, ich wollte an euch vorbeischleichen. Ihr hättet einfach mal weggucken sollen, dann wäre alles gut gewesen. Wo ist denn der andere Fuzzi? Oder das, was von ihm übrig ist. Da ist er. Raff. Also ich... Seine Klamotten lasse ich ihm... Aber das braucht er nimmer. Ich will ihn jetzt nicht so nackt rumliegen lassen. Das ist so entwürdigend. So. Ich meine, so ein Bandit ist auch nur ein Mensch, ne? Gut, da brauche ich mir keine Gedanken machen. Da ist nicht mehr viel übrig, was nackt rumliegen könnte. Händlerstiefel, naja, okay. Gut. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder... Das klappt jetzt, was ich vorhabe, oder das klappt nicht. Wirbelwind Sprint. Ich meine, das hat schon mal geklappt. Hände wegstecken und Ecke anvisieren. Da! Ich bin mir sicher, dass das geht. Ich versuch's jetzt nochmal. Dann eben so. Nein, Wirbelwindsprint. Na gut, dann sehe ich zumindest, war vielleicht gar nicht falsch, aber ich hätte eigentlich gewusst, dass da hinten irgendwer steht. Ja gut, dann halt nicht. Mädels, kommt ihr? Ich bin direkt hinter euch. Das ist schön. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Ich muss jetzt, ich versuch's mal da lang. Aufschließen, Experte. Jawohl, tu mal ein bisschen Schlösserknacken üben. Lockpick. Pro sei Dank, verschwende ich damit gar nicht so viel. Ist da jemand? Nein, keiner da. Wie kommst du denn auf die Idee? Ja gut, regelt das mal, Mädels. Das macht ihr sowieso besser als ich im Moment. Oh oh. Wow, einfach nur wow. Tauge nichts. Ja gut. Jetzt was Gescheites gelernt. Den nehme ich dir auch noch ab. Das lasse ich dir. Ich will dich ja nicht so. Ein Eisendolch braucht Zahnemer. Was ist das? Bäcker, das ist nachher ein Lehrbuch, glaube ich. Taschendiebstahl verbessert. Yay, nehmen wir mit. Taschendiebstahl. Und was bist du? Du siehst nicht gesund aus. Naja, der hat es auch schon lange hinter sich, mindestens. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir gegen den gekämpft haben. Gut, aber ich habe auch nicht alles gesehen. Will ich da hin? Ja, da ist ein Hebel. Und dann wäre das jetzt mal geregelt, der Rückweg. Ja. Wir bleiben im Schleichmodus. Vielleicht kann ich das hier nebenbei ein bisschen leveln. Karte. Nein.
Die zersplitterte Flasche. Ich bin mal gespannt, wie ich jetzt hier empfangen werde, wenn ich nicht Mitglied der Diebesgilde bin. Das habe ich noch nie versucht, da reinzugehen, ohne Mitglied zu sein. Gleich werden wir es wissen. Die werden mir wahrscheinlich nicht besonders freundlich begrüßen, aber testen wir es. So. Nö. Jedenfalls zeigt der Questmarker in die Richtung. Hallo Leute. Ja, bitte. Könnt ihr mich im Schleichen unterrichten? Bleibt an meiner Seite. Dann wird niemand eure Anwesenheit auch nur ahnen. Ja, wenn das geht, nutze ich doch die Gelegenheit. Gold habe ich. 1, 2, 3, 4, 5. Nutze ich doch die Gelegenheit. Obwohl Schleichen eigentlich... Ja, gut. Jetzt haben wir es gemacht. Schleichen ist eigentlich recht einfach zu leveln. So, Kopf runter. Wie viel Gold habe ich denn jetzt noch? Gut, 13.000. Aber ich glaube, eins wird Calrissia nicht haben, einen echten Mangel an Gold. Weil die Unternehmen, die sie jetzt schon aufgebaut hat, werfen ja bereits ordentlich Profit ab. Ja. Also die Mine wirft großartigen Profit ab. Die Heliarchenfarm mäßigen Profit. Was? Ja, nix was. Lass mich mal da durch. Dann der Buttertalhof. Geringfügigen Profit, aber immerhin, das summiert sich auch. Du bist ein Talmor, oder? Bist du ein Talmor? Warte mal. Ich habe doch da eine Mod. Empathie. Na? Level 12 Stranger. Ein Level 12 Fremde. Vulnerable to Dead. Ignore Friendly Hits. Nein. Confidence Fearless. Attacks No. Attacks Any. Also greift Feinde an, sobald er sie sieht. Gesundheit, Magiker. Und ansonsten schleichen kann er nicht. Der kann eigentlich nicht wirklich was. Also diese Mod mit diesem Empathie-Spell, die ist eigentlich ganz gut. So kann ich mich auf die Feinde vorbereiten. Und der wird mich also mit Zerstörungszauber angreifen, voraussichtlich. Ja, dann machen wir mal einen auf Kuckuck. Warte mal. Zerstörungszauber sollte ich ja auch mal leveln. Stachel 25, warte mal. Ja, ist mein stärkster Zerstörungszauber zurzeit. Und in die andere Hand nehme ich dann. Ist da jemand? Nein. Da ist niemand. Ich stehe einfach weiter dumm in der Gegend rum und dir passiert nichts. Eisstachel. Und dann nehmen wir noch eine Zerstörungs... Heißt, der Zerstörung. Agenten der Klingen. Ein Heilungszauber? Seid jo. Nein, das jetzt nicht, aber... Feuer frei. Auf ihn mit Gebrüll. Miau. Ja. Nicht entkommen, Dummkopf. Wenn ich zum Ziel werde, muss ich mich dünne machen, weil ich glaube nicht, dass ich es mit dem schon aufnehmen kann. Das schaffe ich nur, wenn jemand tankt, also die Agro hat, wie zum Beispiel Amalia gerade. Hoppla, sorry. Das war das falsche Ziel. Wer ist jetzt das? Gehört ihr zu mir? Weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, dass das ein Talmor ist. Bumm. Viel hat er nicht mehr. Komm. Oh, Entschuldigung. Jetzt bezahlt ihr. Ja, okay. Hä? Dumm. Oh, oh. Um. Und du hast es auch gleich geschafft, oder? Nix genug. Du gibst nicht auf. Den Trick kenne ich schon. Der ist so alt wie Skyrim. So.
Soldat der Talmor, Eisendolch, Eisenfalls, Elfen. Boah. Mit Talmor habe ich relativ wenig Mitleid in dem Spiel hier. Das nehmen wir alles mit. Ihr könnt euch natürlich rumliegen. Das, wer und warum? Wer denn da noch? Ja, gut. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Ich verstecke mich doch überhaupt nicht. Wie kommst du denn auf solche Ideen? Oh, da liegt ein Häufchen Elend. Was bist du? Na? Ich suche, ich möchte. Ja, geht aus irgendeinem Grund nicht. Na egal, wird schon nichts drin sein. Und nun? Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Na komm halt rauf, Feigling. Ihr werdet ja nicht die Oberhand gewinnen, ich es muss. Bin ich hier richtig? Ich hoffe. Ja, da war ein Schatten. Oh, ist das unheimlich hier. Richtig spooky. Oh, spooky, Carissa. Was ist denn hier los? Hä? Stahlpfeil. Hm. Wo geht's? Hallo, lass mich auch nochmal draufhauen. Ich... Da unten, okay. Ja, also ich glaube, rechtzeitig geht anders. Ich bin jetzt, naja. Schönste habe ich verpasst, oder? Und ja. Ich kann es nicht ändern. Meine Mädels sind halt einfach super. Solange ich dich an meiner Seite habe, brauche ich nicht viel fürchten. Gut, dann. Dadurch. Rattenweg, Gewölbe. Gewölbe. Ach, ja. Will ich hier? Ja, ich glaube schon. Wir schleichen trotzdem. Ich muss ja nichts provozieren, ne? Aha, ja. Gut. Messer? Buch? Ja. Eimer? Ja. Ach, die Irre wieder. Tintenfass? Nein. Die Bekloppte. Schleichen? Aber ich fürchte, meine Mädels sind im Schleichen nicht sehr gut. Das kommt jetzt hier bestimmt. Na gut, vielleicht geht's ja. Eimer, Messer, Buch, Tintenfass, Stein. Nein, nein, nein. Die ist nämlich bekloppt und da ist noch ein Bekloppter mit dem Hackebeil. Was machst denn du da? Kniebeugen oder was? Naja gut, wir sind hier richtig. Verschwindet. Esbern, mach die Tür auf, ich bin ein Freund. Was? Das, jeder behaupten. Das bin ich nicht, ich bin nicht Esbern. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Schon gut, Delfine hat mich geschickt. Delfin? Woher? Also habt ihr sie endlich gefunden. Und sie hat euch zu mir geführt. Und jetzt sitze ich wie eine Ratte in der Falle. Delfine braucht eure Hilfe, um die Drachen aufzuhalten. Tut sie das? Dann hat sie also endlich die Wahrheit erkannt. Ah. Ihr solltet besser reinkommen und mir erzählen, wie ihr mich gefunden habt und was ihr wollt. Das war leichter als befürchtet. Das habe ich anders in Erinnerung. Das dauert nur und überreden, also Redekunst etwas. Ich bin direkt hinter euch. Schön. So. Sind nicht mehr viele. Ich bin direkt hinter euch. Öffnen. Bin immer noch. Geht immer noch nicht. Geschafft. Kommt herein, kommt herein. Ja, ja. Ich habe meine Armee besser mitgebracht. Der Geist ist einfach durch die Tür gegangen. Das ist richtig so. Also kämpft Delfin immer noch nach all den Jahren. Ich hätte gedacht, dass ihr mittlerweile klar geworden ist, dass es hoffnungslos ist. Ich habe versucht, es ihr zu erklären. Schon vor Jahren. Was meint ihr? Es ist hoffnungslos. Habt ihr es noch nicht kapiert? Was muss denn noch passieren, bevor ihr aufwacht und versteht, was vor sich geht? Alduin ist zurückgekehrt. Genau wie es die Prophezeiung vorhergesagt hat. Der Drache vom Anbeginn der Zeit, der die Seelen der Toten verschlingt. Niemand kann seinem Hunger entkommen. Hier oder im Jenseits. Alduin wird alles verschlingen und die Welt wird enden. Nichts kann ihn aufhalten. Ich habe versucht, es ihnen zu sagen.
Sie wollten nicht zuhören. Dummköpfe. Es ist alles eingetreten. Und ich konnte nur zusehen, wie unser Untergang naht. Alduin, der Drache, der die anderen von den Toten auferstehen lässt? Ja, ja. Ihr wisst es ja. Aber ihr weigert euch, es zu verstehen. Ihr redet über das buchstäbliche Ende der Welt? Oh ja. Es wurde alles vorausgesagt. Das Ende hat begonnen. Alduin ist zurückgekehrt. Nur ein Drachenblut kann ihn aufhalten. Aber seit Jahrhunderten hat sich kein Drachenblut gezeigt. Hallo, hier sind gleich drei Stück. Es scheint, die Götter unserer überdrüssig. Sie überlassen uns unserem Schicksal als Spielzeug von Alduin, dem Weltenfresser. Ich habe hier gleich drei Drachenblüter. Velaya, Velaya von Trollzacken und Calrissia. Es ist nicht hoffnungslos, Esbern. Ich bin ein Drachenblut. Was? Ihr? Kann das wirklich sein? Drachenblut? Dann gibt es Hoffnung. Die Götter haben uns nicht verlassen. Wir müssen gehen, schnell. Führt mich zu Delphin. Es gibt eine Menge zu besprechen. Aber gebt mir nur einen Augenblick. Lustiger Vogel. Ich muss noch ein paar Dinge mitnehmen. Jo, wir schauen uns ja inzwischen ein bisschen um. Nein, nutzloser Tant. Wo ist meine kommentierte Anuade? Ich halte die Klappe für die Hintergrundgespräche. Den nehmen wir mit. Nur kurz. Ich weiß, dass die Zeit knapp ist, aber ich darf den Talmor keine Geheimnisse hinterlassen. Schon recht. Noch eine Sache, die ich mitnehmen muss. Ich bin direkt hinter euch. Roter Apfel, die dann kommen in meine Säfte. In meine Apfel. Ich bin direkt hinter euch. Das Buch der Daedra. Ich blätter das mal für euch durch, das könnte euch interessieren. Aber ich lese das jetzt nicht vor. Ich habe heute noch was vor. Ich möchte euch noch mal kurz zu meiner Apfelweinfabrik, zu meiner Apfelweinstube führen. So. Gut, durch. Aha, Mords Party draußen. Meine Mädels vergnügen sich schon wieder mit der Irren da. Und wahrscheinlich auch mit dem Typ mit dem Hackebeil. Ja, komm, das braucht er ja nimmer. Kommt her. Oh, Esbern ist schon wieder voll in Aktion, ha? Da unten geht die Post ab. Ich habe ein Geschenk für euch. Ein schönes, funkelndes Geschenk. Seid ihr zum Sterben bereit? Ja, voll die Post. Jedenfalls räumt hier endlich mal wieder jemand ab. Was ist denn hier los eigentlich? Kommt, wir knacken das Schloss mal und lassen uns überraschen, was passiert. Hilfe! Ein Kampf! Ja, gut. Komm ruhig raus, du. Ich gehe in Deckung. Lass mich mal durch, Dicker. Das ist ein Job für meine Leibgarde. Ha? Schleichen. Um die Ecke spionieren. Jo. So habe ich mir das vorgestellt. Geh ruhig vor. Na komm. Meine Mädels machen das schon. Sie waren golden, selbst als Tote. Ihr Blut war rot, ich wusste es. Eimer, Messer, Buch, wer bist du? Tintenfass, Stein. Ich warne euch. Nein, zurück. Nein. Ja, ja, ist schon recht. Ich fang keinen Streit mit dir an, wenn du nicht anfängst. kommt her. Nee, komm, ignoriert den Trottel. Ich gebe euch was Deckung. Ist hier passiert? Hallo, lass mich mal hin. Durchsuchen Aschehaufen. Das war noch ein Talmor, okay. Der, bitte. Zauberer der Talmor. Ja, nehmen wir alles mit. Was? Menschenfleisch? Dann ist wohl doch was dran an den Gerüchten in Elder Scrolls Online, dass die Truppen der Talmor mit Menschenfleisch gespeist werden. Tintenfass? Nein.
gut. Den Weg raus erspare ich. Oh, erspare ich euch jetzt. Ich habe nämlich was anderes vor. Obwohl, ja. Was soll's? Machen wir, hängen wir ein paar Minuten dran, notfalls. Weil ich euch doch die Apfelstube noch zeige. Achso, da oben geht's lang. Gut. Kommt her! Kommt her! Kommt her! Kommt her! Da drüben geht's wieder. Ihr glaubt nicht, dass Hoffnung besteht, oder? Doch, aber... Er hat recht. Kommt her! Bitte! 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 Gut, der ist harmlos. Dem tue ich natürlich nichts. Dann... Zup, da runter. Wo bin ich denn jetzt hier? Stehlen aus Truhe. Das Gold nehmen wir mal mit, denn... Ja, ja, näher. Ich beiße nicht. Mach mal Platz. So. Und wie komme ich jetzt hier weg? Ja, Schnellreisesystem. Wenn ich jetzt in Elder Scrolls Online wäre, das geht hier nicht. Da lang? Ach Gott, ich blicke hier gerade nicht durch. Dabei, ah, hier geht's glaube ich lang. Nur so lang. Nee, da will ich nicht. Ich glaube, ich mache das doch offscreen. Das könnte jetzt hier ein bisschen dauern, bis ich den Weg rausfinde. Wir sehen uns dann draußen, also in der Apfelweinstube. Bis gleich. Jo, hier nochmal in Untergrund. Ich habe hier einen besonderen Gegenstand gefunden, den ich bisher auch noch nicht kannte. Der ist mir bisher entgangen. Weil diesmal habe ich ein bisschen die Gegend erkundet und habe das hier gefunden. Wo ist es denn? Handschuhe des Faustkämpfers. Waffenlose Treffer verursachen 10 zusätzlichen Schaden. Das scheint mir ein einzigartiger Gegenstand zu sein. Also ich kann mich nicht erinnern, den jemals gefunden zu haben. Und zwar bin ich da von dem Raum mit dieser Trommel hier darunter gegangen und habe mich da ein bisschen umgeschaut aus purer Neugier. Da war ein sogenannter oder Geiernd die Faust und ja, die haben wir umgeknüppelt. Geiernd die Faust, warte mal, der liegt ja noch da unten irgendwo. Und immer noch da. Der hatte dann diese Handschuhe. Ja, gut. Also, wenn ihr an so einem Gegenstand interessiert seid, dann wisst ihr jetzt, wo ihr die findet. Ansonsten habe ich den Weg raus endlich gefunden. Da ist diese Brücke, die man vorhin freigeschaltet hatte. Ab jetzt ist es nicht mehr weit und jetzt brauche ich nur noch da rauslaufen. Hier speichere ich mal vorsichtshalber. Ich habe ein bisschen gestörtes Verhältnis zu Türen und Ladebildschirmen im Zusammenhang mit Türen. Ja. Ich gebe euch Deckung. Das ist gut. Jetzt bin ich also draußen. Hier mache ich mal einen Cut. Um zu verhindern, dass mir im Fall eines Absturzes ein Teil der Aufnahme abhanden kommt. Und wir sehen uns dann in der Apfelweinstube wieder. Bis gleich.